Nee, ich sehe sie nicht. Genau, wir haben hier alles Pult. Ja. Frau Theilmann und Herr Wiese sehe ich jetzt nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke besonders Ihnen beiden, die Sie für viele andere Betroffene des sexuellen Missbrauchs in unserem Bistum diese Studie entgegengenommen haben, aber dahinter steht auch, dass Sie bereit waren, Ihre Leidensgeschichte dem Forscherteam der Wilhelms-Universität Münster zu offenbaren. Und deshalb stehe ich mit großem Respekt vor Ihnen allen und danke nicht nur Ihnen, sondern auch dem Wissenschaftlerteam der WWU, dass Sie es ermöglicht haben, diese Studie zu veröffentlichen, um mehr Licht in das Dunkel sexuellen Missbrauchs und seiner Vertuschung zu bringen. Ich bin der festen Überzeugung, die Untaten sexuellen Missbrauchs und die Vertuschungen durch kirchliche Verantwortungsträger müssen in völliger Unabhängigkeit von kirchlichen Institutionen aufgearbeitet werden. Das haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der WWU getan. Auf eine solche Aufarbeitung haben alle und ganz besonders Sie und alle Betroffenen sexuellen Missbrauchs einen Anspruch. Angesichts des Leids, das Sie und alle Betroffenen durch Priester erfahren haben, ist mir als Verantwortlichen der Kirche, als Priester und als Mensch bewusst, dass ich nicht erwarten kann, dass Betroffene sexuellen Missbrauchs eine Bitte um Entschuldigung durch mich annehmen. Eine Betroffene sagte mir sogar nach einem Gespräch, dass sie mir nur deshalb geglaubt habe, weil ich auf eine solche Bitte verzichtet hätte. Zugleich weiß ich, dass für viele andere Betroffene eine ehrliche Bitte um Entschuldigung wichtig ist. Sehr gewiss bin ich mir, dass eine Bitte um Entschuldigung nicht ausreicht. Mit dem Eingeständnis von Fehlern und einer ehrlichen Reue muss eine wirkliche Umkehr verbunden sein. Konkret heißt das für mich, es müssen über das hinaus, was schon geschehen ist, weitere Konsequenzen im Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bistum Münster gezogen werden. Das ist für mich eine Verpflichtung, an der ich mich messen lassen muss. Ich kenne die Studie noch nicht. Ich habe sie jetzt erstmals in der Hand. Die Universität hat bewusst entschieden, die Ergebnisse der Studie zunächst Betroffenen und dann gerade bei der Pressekonferenz ausschließlich Medienvertretern vorzustellen. Das halte ich für richtig und auch das ist ein weiterer Ausdruck des völlig unabhängigen Vorgehens der Universität vom Bistum. Ich selbst werde heute Abend die Gelegenheit nutzen, an der öffentlichen Veranstaltung der Universität zu dieser Studie teilzunehmen. Im Anschluss daran werde ich sie intensiv lesen. Am kommenden Freitag werde ich mich dazu äußern, welche Maßnahmen ich für das Bistum Münster im weiteren Umgang mit sexuellem Missbrauch auf den Weg bringen werde. Ich werde dann auch erläutern, welche Konsequenzen ich für den Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bistum Münster bereits gezogen habe. Dabei leitet mich, das kann ich schon heute sagen, auch ohne die Studie zu kennen, dreierlei. Erstens, es geht um die Betroffenen sexuellen Missbrauchs. Allerdings möchte ich mich davor hüten, Betroffene zu vereinnahmen oder eine Solidarität mit ihnen zu konstruieren, auf die ich kein Anrecht habe. Die Betroffenen sind die Opfer. Ich bin Teil der Organisation, in der sexueller Missbrauch möglich war und aus der die Täter kommen und kamen. Die Betroffenen erwarten völlig zu Recht, dass wir als kirchliche Verantwortungsträger alles tun,
um sexuellen Missbrauch und seine Vertuschung in der Kirche künftig zu verhindern. Zweitens, es geht um eine möglichst umfassende und unabhängige Aufarbeitung der Vergangenheit. Hier sind wir sicher auch mit der Studie der WWU noch nicht am Ende. Und drittens, es geht um die Übernahme von Verantwortung. Ich übernehme selbstverständlich die Verantwortung für die Fehler, die ich selbst im Umgang mit sexuellem Missbrauch begangen habe. Ich war und ich bin Teil des kirchlichen Systems, das sexuellen Missbrauch möglich gemacht hat. Das bin ich seit vielen Jahren an verantwortlicher Stelle als Regens und Weihbischof im Bistum Trier, als Bischof im Bistum Essen und jetzt als Bischof im Bistum Münster. Von daher habe ich neben der persönlichen auch eine institutionelle Verantwortung und in dieser doppelten Hinsicht